So, vor der Schwabensockerkamera jetzt der Andi Spettl, Trainer vom Kissinger SC und der Abteilungsleiter Mario Borelli. Ja, Jungs, bitteres Ausscheiden im Viertelfinalspiel gegen die TSG Tannhausen. Andi, kurz vor Schluss nur 2-1 geführt, dann kam der Ausgleich und dann im 7-Meter-Verschießen ein bisschen die Nerven versagt. Ja gut, also ich bin der Meinung, wir haben sehr, sehr gut Fußball gespielt. Man hat teilweise gar keinen Unterschied mehr gesehen zwischen Bayernligisten und uns. Wir hätten es eigentlich im Spiel schon entscheiden müssen. Wir haben die Chancen zum 3-1 gehabt, das wo wir eigentlich machen müssen. Und so war es zum Schluss wirklich ein bisschen unglücklich. Wobei ich natürlich sagen muss, Tannhausen hat die letzten 3-4 Minuten sehr viele Torchancen gehabt, wo der Beil sehr, sehr gut gefangen hat. Es ist ein bisschen enttäuschend für uns, gar keine Frage. Es waren nur 8 Sekunden, glaube ich, zum Spielen. So wären wir eigentlich als Sieger rausgegangen und es wäre einiges möglich gewesen heute. Das hat man gesehen, Fellem ist jetzt weiterkommen, die sind im Finale. Es ist ein bisschen enttäuschend, aber ich glaube, wir haben uns sehr, sehr gut verkauft hier in der Halle. Ich war gern länger geblieben, jetzt muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, die Atmosphäre ist wirklich klasse. Ich war jetzt auch zum ersten Mal dabei und trotzdem ein Kompliment an die Mannschaft und Tannhausen wünsche ich natürlich, dass ins Finale kommen, da sind wir wirklich gegen, sage ich mal, eine sehr, sehr gute Mannschaft ausgeschieden. Gut, kommen wir zum Abteilungsleiter Mario Borelli. Herr Borelli, mit dem Abschneiden vom Kissinger SC kann man, glaube ich, durchaus zufrieden sein. Sensationelle Leistung gegen den dreimaligen Titelgewinner TSG Tannhausen. Wie sehen Sie das? Sehe ich genauso. Ich bin hochzufrieden von unserer Truppe. Die haben Top-Leistung gebracht, die haben an sich geglaubt. Schon in Friedberg im Finale haben wir gesehen, die waren heiß dann. Nach dem Finale waren sie heiß, hier in der Stadthalle Augsburg zu sein und zum Spielen. Und das haben wir heute auch gemerkt, die wollten weiterkommen. Die haben die Köpfe nicht hängen lassen. Und wie gesagt, ich bin stolz auf die Truppe. Und ich denke, auf die Leistung können wir auch für die Rückrunde jetzt bauen, dass es einen Schub durch die Mannschaft gibt, dass wir in der Rückrunde eigentlich den Abstiegsplatz verlassen und das Ziel erreichen, Klassenerhalt mit unserem Trainer Andi Spöttl, dass er einen geilen Abschluss hat bei uns in Kissing. Wie es bekannt ist, der wird nach der Saison aufhören, freiwillig. Und da wird die Mannschaft jetzt so vorbereiten. Das werden wir mitnehmen, was wir heute erreicht haben hier gegen Tannhausen. Und dann schauen wir mal weiter. Gut, das war's vom Kissinger SC und wir warten dann gespannt aufs Finale.